First, you need to check that your comet flares are in date, and make sure you and your crew know how to fire them and where they're stored. The parachute signal rocket. Unscrew the cap, hold vertically above head, then pull the red toggled cord to fire. You can fire this from the deck or the life raft. It signals distress by day or night. The red hand flare. Extend until you hear a click. Unscrew end cap and pull toggle. Hold at arm's length, away from body, and downwind. This hand flare pinpoints your position by day or night. And if you're in the water, it still works above and below the waves. The Line Thrower 250 passes a rocket-propelled line from ship to ship or to shore. Fired by a twist grip handle, it has a throwing range of 250 meters and has a highly accurate flight path, even in strong side winds. The Comet Light and Smoke Lifebuoy Marker. Mounted on ship's bridge wings attached to a lifebuoy, when deployed, it marks the position of a man overboard by day or night. The Orange Hand Smoke. Unscrew end cap, pull tab sharply, and hold downwind. For distress signaling in daytime, these orange smokes mark your position and indicate wind direction to rescuing pilots. The Floating Orange Smoke Signal. Pull off the lid, pull the ring, throw into the water. And there are collision white handheld flares. Fire them day or night to mark your position and avert a collision. Day and night combination signals. These have a red flare one end and an orange smoke the other. Compact, pocket-sized, used in small leisure craft, aircraft, and by divers. Mini flares, two versions. Compact has 3 cartridges and personal has 9 cartridges. These are pocket-sized and designed for canoes, ribs, tenders, windsurfers, plus hill walkers, climbers and aviators. And the one thing they've all got in common, they've all been developed to be reliable and to get you noticed if you need help. Prüfen Sie zunächst, dass Ihre Comet-Signale nicht überlagert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Crew wissen, wo diese verstaut und wie diese zu bedienen sind. Die Fallschirm-Signalrakete. Schutzkappe abschrauben, senkrecht über dem Kopf halten, zum Abschuss die Reißschnur rückartig ziehen. Sie können das Signal an Deck oder aus der Rettungsinsel zünden. Es signalisiert den Seenotfall bei Tag oder Nacht. Die rote Handfackel. Bis zum Klickgeräusch herausziehen, Schutzkappe abschrauben und Reißschnur rückartig ziehen. Halten Sie die Handfackel nach Lee auf Armlänge vom Körper abgewandt. Die Handfackel signalisiert Ihre Position bei Tag oder Nacht. Wenn gezündet, funktioniert sie über und unter dem Wasser. Das Leinenwurfgerät 250 befördert mittels einer Rakete eine Leine von Schiff zu Schiff bzw. Schiff zu Land. Das Gerät wird durch des Griffs gezündet. Es erreicht eine Weite von 250 Metern und hält, selbst bei starkem Seitenwind, eine stabile Flugbahn. Das Kometlicht- und Rauchsignal, je ein Gerät, wird an beiden Seiten der Schiffsbrücke befestigt und mit einem Rettungsring verbunden. Ausgelöst markiert es die Position im Seenotfall bei Tag und Nacht. Die orange Rauchwackel. Schutzkappe abschrauben und Reißschnur rückartig ziehen. Halten Sie die Rauchwackel nach Lee vom Körper abgewandt. Zur Signalisierung eines Seenotfalles bei Tageslicht markieren orange Rauchwackeln die genaue Position und Windrichtung zur Unterstützung von Rettungspiloten.
Das schwimmende Rauchsignal. Schutzdeckel entfernen, Eisring ziehen, ins Wasser werfen. Des Weiteren gibt es weiße Handfackeln. Diese werden zur Positionsanzeige und Kollisionswarnung verwandt. Kombinierte Tag- und Nachtsignale. Diese haben an einem Ende eine rote Handfackel und am anderen Ende eine orange Rauchfackel. Sie sind sehr kompakt und werden im Wassersport, in Flugzeugen und von Tauchern verwandt. Zwei Versionen von Signalgeber. Kompakt beinhaltet 3 Patronen, Personal beinhaltet 9 Patronen. Sie sind äußerst kompakt und wurden speziell für alle Wassersportler, Wanderer, Kletterer und Flugzeugführer entwickelt. Eine Gemeinsamkeit haben all diese Signale. Sie wurden entwickelt, damit sie im Notfall auf sich aufmerksam machen und Hilfe alarmieren können.